Und damit herzlich willkommen bei einem kleinen Tutorial vom Euro Truck Simulator 2. Ich wollte ganz kurz zeigen, wie ihr die Mods, die ihr runtergeladen, bestenfalls installiert habt, auch später im Spiel wiederfindet. Und zwar kopiert ihr die heruntergeladenen Sachen ganz einfach in den Dokumente-Ordner bei Euro Truck Simulator 2 in den Mods-Ordner hinein. Das sind meistens SCS-Dateien. Und ja, jetzt dachtet ihr wahrscheinlich, das war's schon und die sind alle da und fix und fertig. Nee, allerdings habe ich selber mich erstmal dumm und dämlich suchen müssen und leider Gottes im Internet nirgendwo eine Antwort dazu gefunden. Ihr kopiert einfach die Daten hier rein. Und nachdem ihr die reinkopiert habt, müsst ihr im Spiel noch euer Profil anklicken, auf Profil ändern. Und dort ist nämlich das Wichtige, was ich nämlich durch Zufall mehr oder weniger gefunden habe. Wenn es dann heute noch passieren würde, dass irgendwann mal irgendwas passiert. Genau. Habt ihr nämlich rechts aktive Mods und die müsst ihr anklicken und aktivieren. Die nicht ausgewählten, also die ohne Häkchen, sind dann im Spiel nicht zu finden. Und die mit Häkchen sind dann installiert und könnt ihr auch wiederfinden, wie zum Beispiel diesen Peterbilt 389 Modified US Truck quasi, den ich euch gleich mal zeige. Findet ihr dann im Spiel wieder tatsächlich und müsst dann auf Anwenden gehen. Das kann, je nachdem, wie viel Mods ihr installiert habt, ein bisschen dauern, ganz kurz, meistens ein paar Sekunden. Und dann könnt ihr das Spiel laden, starten und dann findet ihr zum Beispiel diesen Peterbilt, nachdem ich angewendet habe. Gehe ich mal auf Fortsetzen, um euch das ganz kurz zeigen zu können. Wie gesagt, habe ich auch gesucht, den Mod, nachdem ich den Truck installiert habe. Dachte ich, der ist da im Autohaus, irgendwo bei Frankfurt am Main war das, glaube ich, wo man den dann kaufen muss, den LKW. Haben aber nicht gefunden, obwohl ich ihn in den Dokumente-Ordner geschmissen habe und dachte, das war's, aber niemand hat mir erzählt, dass das erst bei Profile aktiviert werden muss. Das ist das gute Stück übrigens. So, und jetzt geht ihr hier auf LKW-Händler zum Beispiel, kommt drauf an, was ihr von Mods natürlich installiert habt. Geht hier Frankfurt am Main beim Iveco Autohaus, sollte der rumstehen. Und da ist er. Und da kann man sich auch angucken und modifizieren gleich und so weiter und so fort. Und das war's dann auch schon, man kann sich ihn kaufen, man hat ihn, man kann rumfahren und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ganz easy auswählen, die Mods, die ihr haben wollt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, und geholfen hat vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, dann lasst mir immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, damit ihr keine anderen Episoden von diversen Simulations-Let's Plays oder generell Let's Plays verpassen wollt. Und ja, da sieht man sich schon vielleicht im einen der anderen Videos von mir wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.